Hallo, grüß vom Ort Landschwein. Was ist dafür nötig, um eure Lebensmittel herzustellen? Ihr erfahrt das in unserem Landvlog. Einmal die Woche nehme ich euch mit bei meinem Alltag, bei dem, was ich tue. Klickt rein und die banalsten Themen sind nicht banal genug, um nicht davon zu erzählen. Heute fangen wir an mit Wasser. Mühlenartige Klack, 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 Klack. Durch diesen Schlauch geht unser Analysewasser, elektroaktiviertes Wasser. Und das Ganze wird hier in die Wasserleitung gepumpt. Mit einer hochprofessionellen Anlage. Das Ganze haben wir erstmal provisorisch eingebaut und um zu schauen, wie gut es funktioniert. Elektroaktiviertes Wasser ist eigentlich relativ simpel, wenn man es versteht. Ich musste auch ziemlich lange googeln, um es zu verstehen. Das ist eigentlich Folgendes. Wir haben hier einen Reaktor und hier eine Steuereinheit. Und da haben wir ein großes Fass mit 1000 Liter Wasser. Und dieser Reaktor trennt das Wasser in positiv und negativ geladene Teilchen. Und diese Teilchen versuchen nachher im Wasser selbst wieder zu reagieren und zerschießen so wie ihre Bakterien. Und das Ganze ist einfach angeschlossen an unsere Wasseranlage und das Trinkwasser wird ständig desinfiziert. Aber jetzt bin ich ein Fuchs und habe mir noch was anderes einfallen lassen. Und zwar wird nach jedem Durchgang, heißt zum Beispiel, wenn die Ferkel ausgestellt werden, gereinigt. Und Hochdruckreiniger, das macht der Ralf für uns. Und nach dem Reinigen wird desinfiziert, um sämtliche Keime und sowas runterzudrücken, damit der nächste Durchgang einen guten Start hat. Und das Ganze habe ich jetzt mal testhalber aufgebaut, um zu schauen, ob wir auch mit unserem elektroaktivierten Wasser desinfizieren können. Das Ganze schaut so aus. Da saugt das Wasser raus, bevor wir den Schlauch. Geht bis in die Pumpe rein. Die wird jetzt anschalten. Und dann nimmt das Wasser diesen Weg. Oh, kein Licht. Geht hier rein in die sogenannte Einweichanlage. Das ist die Anlage, die wir vorm Waschen benutzen, um den Stall einzuweichen, mein Gott, geht ihm aus dem Weg, um den Stall einzuweichen und das Reinigen nachher zu erleichtern. Und jetzt, seht ihr das hier? Da sind so Düsen, seht ihr das? Da springt das Wasser raus und verteilt sich jetzt komplett im Stall hier. Und der ganze Stall riecht auch schon so ein bisschen nach Chlor, das ist ein Beiprodukt von diesem Analytewasser. Und das lassen wir jetzt mal 3-4 Mal einlaufen, dass der ganze Stall schön nass wird. Und dann wird hier morgen wieder aufgestallt. Dann ist alles gereinigt, desinfiziert und die Sauen werden eingestellt. Wir werden aber auch eine Klatschprobe machen, um zu schauen, ob es wirklich funktioniert hat und die Ställe sauber sind. Seht ihr, was da steht? Wer wollte einen neuen Praktikanten im Stall? Wer uns schon länger folgt, der weiß, wie der junge Mann heißt. Willst du dich kurz selbst vorstellen? Ich heiße Janis. Er heißt Janis. Unser alter Azubi. Und da heute alle anderen zur Schule sind, trotz Sturm, hilft Janis hier ein bisschen im Stall mit. Wie ist denn der Janis? Ja, die kann Gesichtsverfolgung. Cooles Ding, oder? Jetzt hast du dich. Ja. Das musst du auch mal sagen, Janis. Was will ich denn sagen? Ein bisschen Bild. Ich weiß jetzt nicht so. Okay. Janis ist nämlich sehr schüchtern von der Schule. Jetzt holen wir das Gesicht wieder hier. Hallo, hallo. Geiles Gerät. Das
das Geile ist bei diesem Distinktionssystem, haben wir eigentlich gar keine Arbeit. Die Einbrecherlage ist eh an und man lässt ganz gut die Probe für sie arbeiten. Bin mal gespannt, ob nachher die Abgleichsprobe so positiv ist, wie ich mir das erhoffe. Ich habe das früher schon mal getestet und da war es eigentlich sehr vielversprechend und mal schauen, ob es auch genauso bleibt. Und Sturmsabine, viel bei euch kaputt gemacht? Bei uns eigentlich gar nichts. Ein Reifenstapel ist umgefallen und zwei Dachpfannen sind vom Dach geflogen. Aber ganz schön gewackelt die ganze Zeit. Vor allem der Silo. Dieses Flappern. Das sind die Spanngurte, mit denen das Dach gehalten wird. Und die machen den ganzen Dach Krach. Immer nachspannen. Ja, zur Routine des Tages wird auch immer die Fütterung zu kontrollieren. Welche Schweine haben gefressen, welche Anlage läuft nicht. Und hier sind wir im Maststall und da gibt es noch viel zu erzählen, wie die Fütterung funktioniert, wie wir füttern, was wir machen. Aber das wird im Laufe des Landvlogs immer mal wieder Thema sein und da werde ich euch immer wieder davon berichten. Ist eigentlich irgendjemandem aufgefallen, dass ich jetzt rot angezogen bin? Auch das hat System. Saunstall, weiße Klamotte, hier im neuen Maststall rote Klamotten, auf dem Hof grüne Klamotten. Das Ganze machen wir, um die Klamotten klar zuzuteilen und es darf auch keiner mit den weißen Klamotten hier zu den Schweinen und andersrum auch nicht, einfach nur um Infektionsketten zu unterbrechen, auf einfachste Art und Weise. Natürlich einfach immer Stiefel an, zu den einzelnen Stellen. Also immer der Schuh gewechselt, um einfach Sachen, die draußen auf dem Boden liegen, nicht in den Stall mit reinzutragen. Und jetzt fort mit zu den Schweinen. Maststall. Ich sehe gerade mich in der Endmast und am Mittwoch kommt ein LKW und holt mit 70 Schweine ab und ich muss jetzt genau ausschauen und mir anschauen, welche Schweine weggehen. Und das Ganze mache ich dann wie folgt. Erstmal braucht man dafür eine Menge Erfahrung oder eine gute Waage. Ich habe schon sehr häufig sehr viel gewogen, mittlerweile habe ich eine gewisse Erfahrung, um mir das Schwein genau anzuschauen. Dann kann ich schätzen, wie schwer ist das Schwein. Aber es ist nicht nur das Gewicht, was ich einschätzen muss, sondern es sind auch andere Sachen. Und zwar, sehen wir den Kollegen zum Beispiel hier. Ich schaue mir an, wie groß ist der Schinken. Am besten mal von hinten, um zu schauen. Wie schaut der Schinken aus? Wie schaut die Rückenpartie aus? Und ist es ein Mädel, ist es ein Junge? Da ist auch noch ein bisschen Unterschied. Die Mädels gehen etwas später weg als die Jungs. Die Jungs wiegen so circa 118 bis 124 Kilo und die Mädels 120 bis 126 Kilo, so ungefähr. Haben ein Schlachtgewicht von 95 Kilo bzw. so knapp 97 Kilo. Und das Ganze bekommen wir dann separat bezahlt. Wie das genau funktioniert, zeige ich Ihnen natürlich auch noch. Jetzt bin ich aber erstmal hier im Stall, um die Schweinchen anzuzeichnen. Und dann gehen sie am Mittwoch weg. Wir machen es immer so. Um es auf einen Blick schnell zu sehen, was es für ein Tier ist. Mädels kriegen Querschnitt drauf, die Jungs halt eine lang. Weil es Eber sind, werden die am Schlachthof separat geschlachtet. Und um das sicherzustellen, dass wir uns da nicht vertun, werden sie hier direkt im Stall schon unterschiedlich markiert und dann werden sie aufgeladen. Und jetzt muss ich reinhauen, weil gleich ist Mittag. Mittwoch, 12.02.2020. Wer mir jetzt regelmäßig folgen möchte, wird auch immer wieder in diesen Bildern konfrontiert. Bilder aus dem Büro. Der Alltag des Landwirts wird auch immer wieder gestört vom Agrarbüro. Und heute bin ich hier drin, um mal eben kurz was wegzuschicken. Und das schaut dann so aus. Und zwar möchte die Westfleisch, mein Vermarkter, mitmachen bei diesem 100.000 Eber-Programm. Da geht es darum, das Improvac mal auszuprobieren, gucken, ob dieser Impfstoff gegen Ebergeruch auch wirklich absatzfähig ist für den Markt. Und ich habe gerade einen Teilnehmer ausgefüllt und möchte auch ein paar Eber mal so vermarkten, um es mal auszuprobieren, um ein Gefühl für zu kriegen. Wir selbst kastrieren nicht, sind also Mast-Eber-Produzenten. Das machen wir aus dem Stall mal raus, was es wirklich bedeutet für euch. Aber ich habe ja schon gesagt, der Vlog, der wird ganz, ganz viele Themen behandeln. Unter anderem werden wir das ganze Ding jetzt auch, das habe ich gestern mit Anke bequatscht, Bocholter Grenzland-Vlog nennen.
um euch im Grunde alles zu zeigen, wie wir beiden zusammen die Landwirtschaft betreiben. Wir haben ja zwei Betriebe und nach werden wir euch alles vorstellen, damit wir auch immer interessant bleiben. Und jetzt gehe ich raus, da wartet nämlich noch ein Güllefass auf mich, was einsatzbereit gewährt werden gemacht möchtet. Also das Güllefass möchte einsatzbereit gemacht werden. Das wollte ich sagen. Da steht das gute Ding. Also wir haben jetzt in den letzten Tagen hier schon ein bisschen rumgearbeitet. So Kleinigkeiten müssen noch gemacht werden, wie ein defekter Pneumatikzylinder. Und wenn ihr mal genau auf die Spitzen achtet hier oben, seht ihr Folgendes. Da. Ja, geht's hoch, hopp, hopp, hopp. Ja, alles neu. Alle Ausläufe neu gemacht. Sieht total geil aus. Und hat nachher den Effekt, dass wir, einfach genauer ablegen. Alle 25 cm. Und wir haben erst gedacht, dass wir, das auch so hinkriegen und dann selbst die Schläuche ein bisschen verlängern. Aber das ist alles im Kackhaus. Deswegen haben wir jetzt mal einen gesamten Satz neue Schläuche bestellt für das Fass. Und das ist jetzt so die Winterarbeit, weil wir eh noch keine Gülle fahren können, weil es einfach noch zu nass ist. Und jetzt folgt schon wieder die nächste Arbeit. Hier wird es eigentlich auch nie langweilig aus dem Büro zu dem Traktor, den wir eigentlich reparieren wollten, zum Güllefass. Aber dann hat sich dieser Kollege angekündigt. Ja, das ist der jetzt uns die Schweine abholt, die ich vorgestern angezeichnet habe. Das habt ihr gerade gesehen im Video. Also, das ist natürlich auch mal ein Riesenthema für einen Vlogbeitrag. Die gesamte Schweinevermarktung und das Ganze hin und her. Und das ist auch nicht mein Ziel, das immer euch nahezulegen. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, was passt hier. Jo, passt! Ja, weiter! Wir melden uns. Weiter geht's. So, die Schweine sind drauf. Und jetzt geht's weiter. Habe ich ja vorgestern schon gezeigt, dass ich jetzt meine Stelle mit meinem elektroaktivierten Wasser desinfiziere. Und das mache ich jetzt hier mal auch mal direkt. Wir haben nämlich schon zwei Teile frei, die werden morgen aufgestellt. Und jetzt gerade die Pumpe gesehen mit dem blauen Fass, dann ist das aktivierte Wasser. Und hier, Switch, wird gerade das Wasser versprüht. Könnt ihr sehen? Und dadurch wird die ganze Oberfläche wieder mit diesem Wasser benetzt. Und dadurch erhoffe ich mir einfach, dass dieses Wasser, was halt sehr reaktiv ist, ein sehr großes Redoxpotenzial hat, dass einfach alle Bakterien, Viren, die an der Oberfläche noch vorhanden sind, abgetötet werden. Das ist auf jeden Fall eine günstige Methode und eine sehr, ich arbeite immer noch an diesem Gimbal, eine sehr schonende Methode für Material und Gucken. Und günstig. Also der Bauer ist ja immer bestrebt zu sparen. Und ich habe überhaupt keine Chemie im Stall, was mir persönlich mittlerweile auch sehr viel Spaß macht und viel bedeutet. Und weiter geht's. Trecker im Hintergrund habe ich noch vergessen. Der ist gerade das Wasser drüber gefahren. Auf Dauer werde ich mir meinen Fasswagen bauen und eine Leitung überlegen vom Saunstall direkt. Der ist nicht da hinten. Und aktuell ist er einen Trecker gemacht und das Fässchen da so rübergeeiert im Vorlader. Das sage ich jetzt hier zum allerersten Mal. Das ist der 516, ne? Baujahr 2019, den habe ich mir letztes Jahr gegönnt und auch da wird es mal wieder einen richtigen geilen Vlog drüber geben, weil das interessiert auch die manchen von euch hier sehr deutlich und sehr intensiv. Blechbordo. So, der charmante Vorteil ist einfach, dass diese Einweichanlage die gesamte Oberfläche benetzt und ich eigentlich überhaupt keine Arbeit habe. Außer eben kurz die Anlage draußen aufbauen, aber das kann man ja auf Dauer vielleicht noch ein bisschen automatisieren mit Fasswagen oder sowas. Aber dann sieht es nämlich hier wirklich so aus, wie es jetzt hier ausschaut. Alles nass. Die gesamte Oberfläche ist mit dem Wasser benetzt worden und das lasse ich jetzt einwirken und gleich mache ich das ganze Spielchen nochmal und dann erhoffe ich mir einfach eine super Desinfektion. Ihr seht gerade, ich bin am einen meiner Maststelle und auch darüber wird es mal ausgiebige Vlogs geben. Es ist cool, dass Landwirtschaft so breit ist. Man hat so viele Sachen, die man erzählen kann. Also folgt mir und folgt Anke.
Bocholter Grenzland Vlog. Bocholter Grenzland Vlog. Der letzte Tag des Vlogs für diese Woche. Und dann fing man direkt mit einem riesen Fail an. Falsche Hülterner Straße. Nicht blau, nicht gelb. Restmüll ist heute. Tschüss sagen jetzt. Tschüss. Das war jetzt der erste Vlog. Tschüss. Ich habe übrigens so eine Kamera, da kann man auf den Köpfchen drücken, dann wendet die immer. Cool. Damit werdet ihr jetzt die ganze Zeit schwindelig gemacht, die letzten nächsten Jahre, wo wir Vlogs machen. Und beim nächsten Vlog ist an Anki auch mit drin. Deswegen heißt das Ganze ja auch Bocholter Grenzland Vlog. Da muss man. Super. Tschüss.